Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde Days Gone. Wir sind bei Boozer in Boozers Versteck und ich bin mit Schnellreise hier hingegangen. Gestern waren wir ja in Koblenz Camp und bin mit Schnellreise dahin und habe zwischendurch über Funk sozusagen von Boozer den Auftrag bekommen, Wild zu organisieren. Wildfleisch haben wir ja den Auftrag bekommen. Das Fleisch wird knapp, wir sollen Tiere aufspüren und erlegen. Und auf der anderen Seite haben wir aber noch die Mission, wo wir hier den Neuroagenten O'Brien aufspüren sollen. Gut, wir reden erstmal mit Boozer, würde ich sagen, und dann schauen wir weiter. Können wir überhaupt mit Boozer reden? Ich dachte, das ginge, da hier das Dreieck angezeigt wird. Aber das hat offensichtlich nichts damit zu tun. Okay, dann kann sich ja mal irren. Dann gehen wir wieder runter. Und fahren los. Ich bin ein bisschen unentschlossen, ob ich zuerst das mit den Tieren machen soll oder erst mit O'Brien. Auf der anderen Seite haben wir noch eine ganz andere Sache offen. Und das will ich auch kurz zeigen. Nämlich diesen Neuro-Posten hier. Den Neuro-Kontrollpunkt. Da steht, da stelle die Stromversorgung wieder her. Und das hatten wir ja hier unten bei dem schon mal gemacht. Und da haben wir... Da haben wir dann so einen Boost bekommen, womit wir unsere Werte verbessern konnten. Hier Gesundheit, ne? Gesundheit, Ausdauer, Konzentration, konnten wir uns für eins entscheiden. Und ich denke, das bekommen wir dort auch. Und das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn wir das erstmal machen würden. Denn unser Charakter kann nicht gut genug sein, oder? Sehe ich genauso. Das heißt, wir fahren erstmal zu diesem Kontrollpunkt. Außerdem wird meines Wissens der Kontrollpunkt dann als Schnellreiseziel markiert, oder? Nee. Gut. Ich dachte, das wäre da so gewesen. Egal. Also, wir fahren mal dorthin zusammen. Wir können zusammen hinfahren, falls unterwegs irgendwas passiert. Und dann machen wir dort die Stromversorgung, holen uns den Boost für unsere Werte und dann können wir ja weiterfahren zu dem Story, zu der Story. Getankt habe ich schon mal, das habe ich gemacht. Deshalb liegt auch der Benzinkanister hier so wild in der Gegend rum. Ist das eigentlich hier was? Zedernsetzling? Nee, schade. Ah, guten Morgen. Das sind aber viele. Muss ich mal gucken, wo der Weg lang geht. Leicht verfahren. Hier runter. Scheiß hier nochmal vergraben? Ach ja, weil sie Arschlöcher sind. Oh oh. Seht ihr, was ich sehe? Eine Horde. Wir können mal versuchen, das Fass in Brand zu schießen, wenn die Horde in der Nähe ist. Damit er wenigstens ein paar. Scheiße, fast. Ein paar loswerden. Und dann müssen wir sehen, dass wir wegkommen hier. Und jetzt kommen wir gleich zu der anderen Mission. Die umfahren wir natürlich. Verfolgt mich die Horde? Oh, hier vorne sind auch welche. Eieiei, ah, ja, was für eine Gegend. Jetzt weiß ich gerade vorübergehend gar nicht, wo ich bin. Da komme ich auf dem Weg nach Koblenz Camp. Mhm.
weg. Ja, ja, fahr mal vorbei. Ach, herrje. Da ist ja was los. Wenn ich mich ganz dumm anstelle, fahr ich jetzt direkt der Horde wieder in die Arme. Da oben sind auch noch welche. Da oben kommt einer angerannt. Ja gut, hilft ja alles nicht. Jetzt müssen wir uns mal damit beschäftigen, ja? Dass wir wenigstens mal den einen oder anderen wegbekommen. Mist, der hat mich auch entdeckt. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht den einen oder anderen mit dem Schleichangriff rausnehmen. Zum Beispiel, der so ganz unbeteiligt durch die Gegend läuft. Na gut, hätte er klappen können. Muss ich aufpassen, dass ich meinen Baseballschläger nicht verliere. Gut, weiter geht's. Haben wir schon wieder relativ viel Sprit verbraucht. Ne? Wir sind bei 66%. Als wir losgefahren sind, waren wir bei 100. Ist überhaupt nie lustig. Aber mit einem Horde anlegen ist genauso wenig lustig. Wir haben schon wieder Haufen Leute rum. Also Leute ist ja übertrieben. Freaker. Oh. Sehr schön. Naja. Jetzt lauf erstmal ein Stück weg, dass du ein Medipack nehmen kannst. Sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, da vorne ist der Kontrollpunkt. Ach stimmt, das ist ja bloß der Kontrollpunkt. Wir sind ja noch gar nicht hier irgendwie auf großer Mission und haben schon so viel Anstrengung. Eieiei. Immer schön von hinten anschleichen. Das spart ungemein an Ressourcen. Mal gucken, dass wir die möglichst alle von hinten erwischen, ne? Da kommt auch noch einer an. Kommen denn die alle her? Na, guck mal, da ist schon so ein bisschen in meine Richtung unterwegs, da. Ach, da wollte ich ja zu diesem. Mal gucken, ob wir den von hinten. Na gut, bleib so. Ach, der hat uns gesehen. Na, ja, macht nichts. Und so musste auch mal einen richtig abschlagen.
da hinten ist noch ein bisschen was los. Ich nehme mal mein Moped mit. Ich fahre mal ein Stückchen vor. Ich nehme schon an, dass ich dort auch Benzin kriege. Da ist übrigens welches. Gutes Timing. Gut. Leg's weg und dann gucken wir mal, wie wir die anderen jetzt hier beseitigt kriegen. Oh, da steht ein Tankwagen. Das wäre natürlich für eine Horde nicht ganz schlecht. Sehr gut. Dann haben wir ja schon. Da geht es ja langsam vorwärts. Dann kriegt man ja langsam hier einen Fuß in die Tür. Ein weiterer Nero-Mikrorekorder. Feldnotiz 1376, Meldung von Agent Sinclair. Ich führe die Inspektion bei Leichendeponie am 13 Alpha durch und die Arbeit wurde nach Plan abgeschlossen. 13 ist dann wohl meine Glückszahl. Die Gebietsabtretung der Pan Pacific Railroad ist abgeschlossen und die Züge werden derzeit über Nero Depot 27 und die gute alte Old Wagon Road umgeleitet. Anmerkung an die Buchhaltung. Wir mussten zusätzliche Maschinen herschaffen, um ein paar der Forstwege zu reparieren. Auf die Erbsenzähler in Salem und DC kann man sich überhaupt nicht verlassen. Ergänzung zur Feldnotiz 1375. Der Bürgermeister und der gesamte Stadtrat, Stadt mit sehr viel Ironie, von Marion Fox wurden gestern verhaftet. Wegen widerrechtlichen Betretens. Sie kühlen sich jetzt in der Arrestzelle die Gemüter. Offenbar passte ihnen die unmittelbare Nähe von Deponie 12 Alpha zu ihrem kleinen Örtchen nicht. Unter uns? Komplett egal. In ein paar Wochen, schätze ich, ist all das hier völlig unwichtig. Wenn ihr das wusstet, warum habt ihr dann trotzdem hier gegraben? Erbsenzähler. Esel schimpft den anderen Langohr. Ja, ihr habt's gesehen. Es hat sich eine Horde hier niedergelassen. Wir haben zwar da vorne einen Tank, aber ich will natürlich nicht, dass die zu mir gerannt kommen. Das heißt, ich versuche mich hier unauffällig zu verhalten. Oh, warte, da sind doch auch noch welche. Ich bin zwar ziemlich weit weg von meinem Motorrad. Okay. Oh Gott, erschrocken. Ja, die Frage ist, was die Horde jetzt macht, ob die weiterzieht, ob die mir jetzt das Leben schwer macht. Rüsch einfach ist das ja alles nicht auf einmal, ne? Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich dort das Fass in Brand stecke und würden die reichen, um die Horde wegzukriegen. Oder den LKW. Dafür muss ich aber meine Position verraten. Weil ich natürlich dazu schießen muss. Ja, völlig korrekt. Schrott ist immer gut. Ja, die scheinen sich dort ein bisschen niederzulassen, ne?
Oder ist das überhaupt eine Horde oder sind das bloß einfach viele Zombies? Krieger. Entschuldigung, es sind keine Zombies. Fährt er hier Kreise? Das ist sehr gut, sie rennen ihm hinterher. Hindert uns aber gerade ein bisschen dran, den ursprünglichen Plan zu verfolgen, nämlich hier diesen Kontrollpunkt mit Strom zu versorgen. Ich glaube, hier kommen wir gerade nicht weiter. Da vorne ist auch noch einer, ich sehe ihn. Ach, einer, was sage ich? Tja, wir müssen irgendwie dahinter. Schwierig. Erstes holen wir uns im Marine hier. So viel Zeit muss sein. Mist. Hat sich ganz klein wenig zu zeitig umgedreht. Ich wollte eigentlich meinen Baseballschläger noch ein bisschen schonen. Aber notfalls muss ich mir dann das Kantholz holen. So, jetzt zeig mir mal mit dem Fernglas, ob da noch irgendwo einer ist. Mein Motorradar haben sie ja zum Glück in Ruhe gelassen, aber das greifen sie ja nie an, oder? 74%? Nie so richtig lustig. Ich krieg das hin. Funktioniert. Problem ist, wenn ich den Generator einschalte, dann geht ja dort wieder der Alarm los. Da sind sie alle. Wie viele kann man eigentlich markieren? Die Musik tut auch gerade nicht gerade wohl daran, dass ich mich hier entspannen kann. Hier gibt es Nägel. Aber vielleicht hole ich mir einfach das Handholz. Ja, ach Gott, wo bin ich denn schon wieder lang gelaufen? War hier nie eins? Ach, okay, dann nicht. Uiuiui. Hat er mich gesehen? Der Motorradfahrer nie, aber der Krieger hat mich gesehen. Mist, hier lag doch irgendwo ein Kantholz rum. Jetzt habe ich das nie gefunden. Alles gebaut, ja. Oh,
wollte doch bloß den Kontrollposten. Oh Gott, hier ist ja schon wieder die ganze Horde. Ne, also Leute, hier. Oh, gibt's nur eine Lösung für mich. Weg. Er hat mich entdeckt. Ja, okay. Ich meine, er sitzt da unten. Das hört er gar nicht mehr auf. Müssen wir sehen, wie ich an unser Motorrad rankomme. Und dann fahren wir weg. Dann suchen wir uns eine andere Stelle. Denn wenn das der Kontrollposten, wenn ich dort einen Strom zuschalte und der macht dort Alarm, dann habe ich ein Problem. Wie gesagt, wie viele kann man eigentlich markieren? Ich muss ja weitermachen, ist bald die ganze Map rot. Ja, der scheint aber dann immer wieder die ältesten Markierungen zu löschen, alles klar. Also da irgendwo ein Limit drin. Und doch keine Chance gegen so eine Horde, was willst du da machen? Ich meine, du kannst einen Molotow-Cocktail reinwerfen, aber das reicht dann nie und nimmer. Und wenn sie dann... Kannst du nie hochklettern, okay. Und wenn sie dann... Hat er mich gesehen, Mist. Wenn sie dann auf mich drauf zukommen, habe ich auch nichts gekonnt, na, wenn sie mich dann entdeckt haben. Aber hier komme ich jetzt nie ran, hier ist eine Stein- und eine Felsenwand, da komme ich nie drüber. Mein Motorrad steht dort hinten. Oder das ist ja der Tankwagen, da könnte ich natürlich versuchen reinzuschießen. Jetzt rennen wieder ein paar dem Motorrad hinterher. Sogar ein paar viele. Dann brechen wir ab. Da läuft auch noch einer. Dann setzen wir uns auf unser Motorrad und fahren dorthin. Wo ist es denn dort? Ich fahre einen anderen Weg, als mir angezeigt wird, weil ich natürlich jetzt nicht in die Horde reinfahren will. Ich weiß nicht, ob ich hier querfeld einfahren kann, ob das funktioniert. Oh, ein Wolf. Schön. Oh. Einen Drift. Ja, da ist die Mission, aber bringt mir das was, die Mission zu starten, wenn die ganzen Krieger am Hals hat?
Werden wir sehen. So, wir müssen jetzt irgendwie an den O'Brien ran. Ich markiere mal schnell die Gegner. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt, wie ich da ran muss, sprich. Hey, Sarge, wie wär's, wenn wir auf dem Rückweg nochmal Halt machen? Ich würde mir gerne ein paar Fallen ansehen. Hey, Doc, sind Sie endlich fertig? Ich bin kein Arzt. Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen? Sorry, Lieutenant O'Brien. Wie lange bleiben wir noch? Bis wir fertig sind, Corporal. Bis wir fertig sind. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Ich werde mal nachsehen. Ja? Ist wahrscheinlich nichts. Frisches Aas vielleicht. Okay, Doc. Lieutenant. Nicht, dass Sie selbst zu Aas werden. Nur Tiere können zu Aas werden, Corporal. Menschen nicht. Sie haben den Perimeter doch gecheckt, oder? Ja, alles okay. Ich weiß jetzt nicht, was, wie die Kontaktaufnahme stattfinden soll, wie ich das machen soll. Lieutenant O'Brien, Feldnotiz 2006. Als ich den Landeplatz erreichte, sah ich einen Schwarm Insekten, wahrscheinlich Tabanus atratus oder Diptera, von der Lichtung weit entfernt vom eigentlichen Ziel. Aus der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sie anzog, aber aufgrund der Größe des Schwarms würde ich frisches Aas tippen. Sollte irgendwo hier sein. Verdammt, wo ist das? Ah, hier ist es. Es handelt sich tatsächlich um Tabanus atratus. Hier sind viele Bremsen, ein Glück, dass ich den Anzug anhabe. Das Aas ist überwiegend intakt. Das war ein Podocoileus hemionus, ein Maultierhirsch. Müssen wir warten, bis der weg ist, vermutlich. Ich habe jetzt mal versucht, nicht so viel reinzuquatschen, weil das ja vielleicht ganz interessant ist für den einen oder anderen. Aber ich denke, jetzt kann ich hier rangehen. Jetzt sind die seine Wachposten einfach ein Stück weg. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Oh, oh. Was willst du? Howard! Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten der Zivilisten keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja? Das tue ich. Wie ist das möglich, also, O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay. Du warst da. In der Nacht. In Farewell. In der nächsten Nacht brannte das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot. Abgeschlachtet. Zerfetzt. In Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in dein Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernab wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute?
Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau. Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie in Feldlazarett. Ich hab sie gerettet. O'Brien, Bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre, egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. Ja, interessant. Das wird noch spannend werden, wie es da weitergeht. Jetzt haben wir erstmal 57% bisher erreicht. Und dann hätten wir als nächste Mission: Das Fleisch wird knapp. O'Brien, er lebt. Wie zum Teufel kann das sein? Sie sind Richtung Süden. Er sagte, er gab ihr Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber er brachte sie ins Feldlazarett. Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Sie könnte also noch... Nein, das kann nicht sein. Nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann vielleicht... Okay, und jetzt ausweiten. So, wir haben jetzt ganz nebenbei die Mission, Fleisch zu erbeuten, und dann hat es gerade sehr gut reingepasst. Ihr habt die... Dick, bist du da? Hey, Bushman, ich hab dich doch gefragt, ob du dich an diesen Nero-Penner O'Brien erinnerst. Ja, Dick, es ist alles etwas verschwommen. Ja, okay, dann schlaf erst mal eine Runde. Ich erzähl's dir später. Hey, halt die Klappe, verdammt! Sorry, hier drin ist die Hölle los. Sie ist Eddie, ist raus, um was zu holen. Ich weiß nicht was. Wann hauen wir denn ab? Dick? Ah, bald, Busa. Sehr bald. Hör zu. Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Gut, jetzt habe ich die Patrouille nicht markieren können. Dick, bist du da? Mir war langweilig. Da dachte ich, ich versuche mal wieder was zu bauen. Komm vorbei, das wird dir gefallen. Usa, ja, danke. Ich komme später rum. Freut mich, dass ihm langweilig war. Mir war überhaupt nie langweilig. Ich sammle hier mal noch die Sachen auf, deshalb bin ich hier hingegangen. Weil das schon... Erwarten wir, dass es hier was gibt. Hörst du mich? O'Brien? Du verfluchter Mistkerl, wenn du dich nicht meldest, dann... Ich weiß, dass du auf dem verdammten Kanal bist! Okay, also wenn du dich nicht bei mir meldest, dann komm ich zu dir! Hast du mich verstanden? Ach Gott, verdammt, jetzt komm schon! O'Brien, melde dich! Das ist aber ganz schön ungeduldig, der Kollege. Gut, unser Motorrad steht irgendwo da hinten. Da müssen wir hin... Und hier werden uns jetzt ein paar Tiere angezeigt, wir sollen das schließlich... Hörst du mich? Hast du den Heli gefunden? War es derselbe Kerl, den wir auf dem Dach gesehen haben? Ja. Genau der. Wusste er, wer wir sind? Sarah? Was passiert ist? Ich weiß nicht, sie mussten nach Süden. Er erinnert sich an sie, aber nicht an das, was passiert ist. Aber, warte, du glaubst nicht wirklich, dass er noch lebt?
Was? Nein. Ich meine, nein, hör mal, ich bin nicht blöd, Bruce. Ich will einfach wissen, was ihr zugestoßen ist und wo sie gestorben ist. Vielleicht findest du dann endlich. Keine Ahnung. Deinen Frieden. Ich brauche keinen Frieden. Scheiße, Bruce. Ich muss los, okay? Dicken Ende. Ja, jetzt hat ja ein Story-Element nach dem anderen bisschen die Zeit voranschreiten lassen. Ich habe nebenbei ein bisschen gesucht, ob ich noch was finde. Hier habe ich noch was zum Aufsammeln gefunden. Und mir hat er jetzt Stück für Stück Tiere markiert, denn wir haben ja die Aufgabe, Fleisch zu organisieren. Und das machen wir dann nebenbei auch noch. Oh, da oben ist ein Camp. Ich sehe zumindest keinen, der da drin ist. Das ist schon mal beruhigend. Für heute würde ich trotzdem sagen, machen wir erstmal Schluss. Ich gehe dann zurück zum Bike. Und dann schauen wir, wie es morgen weitergeht. Ich verabschiede mich euch. Jetzt kommt's zum Verstolpern. Ich verabschiede mich von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.